Es ist unglaublich und unerhört, was sich hier in einer Behörde in Deutschland abspielt. Und wir alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, wünschen, dass die ganze Republik erfahren soll, was hier für ein Schattenkabinett durchgezogen wird, mit einer Aggressivität und mit einer Entschiedenheit, eine Familie komplett zu entmündigen und sie gerade eben noch ein volles Haus hatten und jetzt sich selbst überlassen werden als völlig kastriertes Ehepaar. Und das alles im Namen des Volkes. Es ist unvorstellbar, was sich da abgespielt hat. Dann, als wir im Haus waren, haben sie gleich gesagt, sie müssen die 4 Kinder, die zu Hause sind, wegnehmen. Die anderen 3, die in der Schule waren, wurden schon weggenommen. Und die Kinder sollen jetzt in Obhut genommen werden. Das wurde so entschieden. Die Entscheidungen, die getroffen werden, fernab der Fachleute, sind sehr, sehr auffällig. Und für mich persönlich als verfassungsliebende Person und auch als behördenloyale Person und Kirche ist es unglaublich befremdlich, was hier abläuft. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, gestern, das war am 1. Februar 2022, führte ich ein Gespräch mit der rumänischstämmigen Familie Furdui, denen in Deutschland an einem Tag alle 7 Kinder vom Jugendamt abgenommen wurden. Um den Hintergrund besser zu verstehen, bin ich heute verbunden mit dem Pastor dieser Familie. Sie sind Christen aus einer Gemeinde. Ich begrüße jetzt sehr herzlich Pastor Christian Thom aus Mannheim. Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, der Begriff Pastor gefällt Ihnen nicht so gut. Sie sind ja außerdem auch Psychologe. Ein paar Worte zu sich selbst. Sehr gern. Also ich bin Pastor und mag den Begriff nicht so furchtbar gerne, denn er schafft ein Stück weit ein hohes Maß an Respekt und womöglich sogar Abstand. Und ich freue mich, mit Menschen unter Menschen zu sein, mit Brüdern unter Brüdern zu sein, mit Mitarbeitern unter Mitarbeitern zu sein, mit Menschen, die Rat suchen, zusammen zu sein auf Augenhöhe. Und da kann ich dann oft diesen Begriff Pastor nicht gebrauchen. Psychologe bin ich geworden aus einem Bedürfnis, aus einem Minderwertigkeitsbedürfnis heraus, denn als Pastor hat man alltäglich mit ratsuchenden Menschen zu tun. Und ich habe als junger Pastor gemerkt, wenn ich mit Personen zu tun hatte, die unter schweren Depressionen oder Schizophrenien etc. gelitten haben, so herzlich der Psalm 23 zum Segen sein kann, da sind einfach Grenzen gesetzt. Und um diese Grenzen aufzuweichen, habe ich eine Laienausbildung angestrebt. Und in der Laienausbildung habe ich gemerkt, das liegt mir, das bringt mir was und habe mehrere Studium draufgesetzt, bin dann also Psychologe geworden, habe einige Beratungsstellen in Deutschland gegründet und später auch als Supervisor einen Masterabschluss angestrebt und auch jetzt als Supervisor im säkularen Kreis, aber auch gerne mit den Pastoren zusammen. Das so als kurzer Hintergrund zu meinen beiden Berufsbegriffen. Sie haben gesagt, Sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen. Damit sind Sie sicherlich auch oftmals mit traumatischen Situationen vertraut. Die Familie Furdui, um die es hier heute geht, sind ja seit vielen Jahren Mitglieder Ihrer Gemeinde gewesen. Das ist eine pfingstliche Gemeinde, in der es sowohl deutsche als auch rumänischsprachige Christen zusammen sind. Vielleicht erklären Sie uns kurz, vor allem für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die den ersten Teil dieser Videoserie noch nicht gesehen haben, worum geht es bei diesem Fall Furdui? Ja, in diesem Fall Furdui, eine sehr herzliche, eine sehr nette Familie im rumänischen Kontext. Wir sind als Gemeinde unter einem Dach zusammen. Wir sind auch eine Gemeinde, sowohl deutschsprachige
Leute, also Deutsche als auch rumänische Geschwister. Es waren bis vor einigen Jahren etwa 50 Personen, nun sind es 350 rumänische Leute. Die sind also tüchtig angewachsen zu jener Gruppe, die von einem Pastorenteam geleitet wird, gehört die Familie Fodoy. Dort waren sie immer sehr, sehr gern gesehen. Und sie sind vor einigen Jahren nach Niedersachsen gezogen, weil Baugrundstücke und so weiter, es ist einfach deutlich günstiger als hier im Umland. Und dort ist dann hat das Drama seinen Lauf genommen. Und an einem einzigen Tag wurde der Familien alle 7 Kinder stehenden Fußes weggenommen, ohne jede Korrespondenz zuvor, ohne jedes Abchecken, was ist eigentlich dran an all diesen Dingen, die da ihnen zu Ohren gekommen sind. Die kleine Tochter, die ist gerade 2 Jahre geworden, befindet sich jetzt seit über 9 Monaten bei einer Pflegefamilie. Die anderen Kinder, die Buben und die Mädchen, sind in einem Heim untergebracht. Und von dort gab es gestern eine sehr, sehr traurige Nachricht, die ich zitieren muss. Diese Nachricht kam herein unmittelbar, nachdem ich das Interview mit der Familie Fodoy geführt hat. Da ist gesagt worden von der Heimleitung den Mädchen gegenüber, sie seien zu sehr nach dem Muster der Eltern geformt. Von daher sei es auch nicht angebracht, dass sie nach Hause zurückkehren könnten. Und vor Gericht würden sie auch nicht angehört werden. Das älteste Kind ist 15 Jahre, es handelt sich hier also auch um Teenager, die kein Mitspracherecht mehr bekommen sollen bei ihrer eigenen Zukunft. Nach dem Muster der Eltern geformt. Einer der Vorwürfe, den die Behörden erhoben haben, war ja gewesen, dass Gewalt im Spiel gewesen sei. Dazu gibt es keinerlei Belege. Wir kommen dort gleich nochmal drauf zurück. Wenn hier in dieser Form geredet wird, nach den Mustern der Eltern geformt, dann ist offenbar das Thema Gewalt vom Tisch, denn die Kinder sind vollkommen unauffällig, auch nicht irgendwie gewaltbereit. Also was bleibt da noch übrig? Und das ist letztlich der Vorwurf des religiösen Fundamentalismus, so scheint es zumindest mir als Außenstehendem. Ja, ganz genau. Was eine vollkommen haltlose Mutmaßung ist. Und hier bei der Familie Fodoy hat man es mit einer Familie zu tun, die absolut gesellschaftsintegriert ist, und zwar im gesamten Spektrum, ganz und gar kultiviert, ist eine artige Familie, aber natürlich aus der Sicht eines säkularen Jugendamtes unter Umständen zu christlich aus deren Wertung und Augen scheinbar wäre. Aber dahinter wird gemutmaßt, dass es sich um eine Familie handelt, die christlich fundamental erzogen oder kultiviert wäre. Und dem ist absolut überhaupt nicht so. Wir sind eine Kirche, die verfassungskonform ist. Wir sind eine Kirche, die in enger Zusammenarbeit mit Jugendämtern, mit Polizei und so weiter steht. Unsere Mitarbeiter im gesamten Kinderspektrum, das sind Pfadfinder, das sind Kindergruppen etc., werden alljährlich von solchen Behördenstellen gebildet. Und wir dulden es nicht, dass fundamentale Ansätze sich in irgendeiner Weise festsetzen können. Sollte es solche Personen geben, werden sie schnell auffällig. Und da bin ich, glaube ich, auch eine kompetente Person, die darauf sowohl als Pastor eben als auch als Fachmann einwirken kann. Das tun wir ab und an, wenn neue Leute zu uns kommen. Aber diese Familie Fodoy ist fernab jeder solcher Mutmaßungen gewesen. Und insofern ist das absolut haltlos. Ich höre da ein bisschen heraus, dass Sie sich selbst betroffen, vielleicht auch angegriffen fühlen, weil wenn von dem religiösen Glaubensumfeld dieser Familie die Rede ist, dann zielt das natürlich genau auf Ihre Gemeinde, auf Ihren Gemeindebund ab. Schauen wir vielleicht uns mal kurz an, was Sie selber auf Ihrer Homepage über Ihre Gemeinde berichten.
Sie sind ja das Christuszentrum Mannheim. Was wir glauben, lesen wir hier. Sie glauben an den dreieinigen Gott. Das ist einfach die ganz klassische christliche Lehre. Die Bibel ist für Sie ein Lebenshandbuch, können wir hier lesen. Sie glauben an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten. Die Taufe ist für Sie ganz klassischerweise als Freikirche eine Glaubenstaufe. Nur Erwachsene werden bei Ihnen getauft, vielleicht im Gegensatz zu evangelischen Landeskirchen. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl an das Leiden und Sterben Jesu. Ja, und Sie feiern gemeinsam Gottesdienst. So, wenn das jetzt alles ist, was die Behörden meinen, was wird da möglicherweise noch unterstellt oder was denkt sich das Jugendamt, eine solche christliche Mainstream-Gemeinde, dieser Gemeinde irgendeine Art von Fundamentalismus zu unterstellen? Ist es vielleicht der Punkt, dass Sie auch schreiben, wir glauben an die ganze Bibel? Ja, auch das wiederum mutmaßend. Durchaus, also vielleicht ganz kurz ein Wort zur Taufe. Ja, wir haben eine Erwachsenentaufe, beziehungsweise auch Teenager. Manchmal sind es auch ältere Kinder, wenn man empfindet, dass es ein mündiges Zeugnis ist. Aber wir anerkennen die Taufe auch von den anderen Denominationen, die das Taufverständnis auch ein Stück weit auf eine andere Art und Weise auslegen. Und als Kirche haben wir sowohl eine hohe Verbundenheit zur Evangelischen Allianz in Deutschland, als auch in den Ortsgruppen oft in der Verbindung mit dem ACK. Und ich eigentlich als Person vom Norden kommend habe viele Überschneidungszeiten auch mit dem ACK erlebt und das als großen Gewinn erlebt. ACK bedeutet Arbeitskreis christlicher Kirchen. Die Kirchenwelt ist eine sehr breit angelegte Welt. Es gibt viele Denominationen mit ihren unterschiedlichen Nuancen im Kulturbereich, aber auch in den theologischen Finessen. Und häufig finden sich unter den Freikirchen auch orthodoxe Gruppen, dogmatische Gruppen. Und bei solchen Gruppen geht es unter Umständen sehr streng, sehr strikt, sehr tradiert zu. Und mein Verständnis der Wertung des Jugendamtes geht in eine solche Richtung. Aber es liegt schlicht und ergreifend daran, dass dieses Jugendamt überhaupt gar keiner Recherchearbeit nachgeht und sich nicht ansatzweise dafür für die Kontexte der Familie interessiert. Denn ansonsten hätten sie es sehr, sehr schnell nachvollziehen können, dass wir weder eine orthodoxe, noch eine dogmatische, noch eine tradierte Gruppe sind. Ja, Pastor Christian Thom vom Christlichen Zentrum in Mannheim. Sie haben mir eben in der Vorbereitung dieses Interviews ja bereits Ihre Korrespondenz zukommen lassen, die Sie mit dem Jugendamt, dem zustehenden Jugendamt in Walsrode, wo die Familie jetzt wohnt, das ist im Heidekreis. Was haben Sie geschrieben und was war die Antwort der Behörden? Ja, die Antwort ist immer dieselbe, nämlich schlicht und ergreifend gar nichts. Und das ist, finde ich, unglaublich tragisch. Es ist auch etwas, was von einer Wald- und Wiesen-Zeitungsrecherche vor Ort, also in Walsrode, preisgegeben wird, dass das Jugendamt sich ja nicht äußern dürfte oder nicht äußern könnte. Und ich wünschte, es würde das tun. Und ich glaube auch im Sinne der Familie sagen zu können, dass sich die Familie wünscht, dass alle Welt weiß, was hier tatsächlich passiert ist und was das Jugendamt auch macht. Aber es mauert, und zwar zu 100%, also absolut wasserdicht. Es wird einfach nur gemauert. Meine persönlichen Recherchearbeiten haben ergeben, und das deckt sich schließlich auch mit Aussagen der Rechtsanwälte, dass die Leumundsbekundschaftungen für die Familie Fodoy, egal wohin, egal wie weit man zurückgeht, ob in Mannheim oder in Walsrode, sie sind allesamt positiv, aber das interessiert das Jugendamt nicht. Die haben ein Paradigma,
Diesem Paradigma gehen sie nach und das ist in Beton und in Platin gegossen offenbar und da gibt es keinen Zweifel daran. Alles, was anders ist als das, was das Jugendamt mutmaßt, aber nicht einmal preisgibt, entspricht der Wahrheit. Ich würde diese kurze Aussage abschließen mit einer rhetorischen Frage, die einer der Rechtsanwälte gestellt hat, der auch in Korrespondenz mit uns gestanden hat, den wir als Gemeinde beauftragt haben, der gesagt hat, man muss dieses Jugendamt einfach mal dahingehend fordern, dass es preisgibt, was die eigentlich wollen. Wo soll die Reise hingehen und was ist aus deren Sicht der Idealzustand? Denn diese Familie Fordoy hat alles an Auflagen gemacht, was ihnen mitgeteilt worden ist, aber es ist immer zu wenig, zu wenig, zu wenig, spielt keine Rolle. Es ist unglaublich und unerhört, was sich hier in einer Behörde in Deutschland abspielt. Und wir alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, wünschen, dass die ganze Republik erfahren soll, was hier für ein Schattenkabinett durchgezogen wird, mit einer Aggressivität und mit einer Entschiedenheit, eine Familie komplett zu entmündigen und sie gerade eben noch ein volles Haus hatten und jetzt sich selbst überlassen werden als völlig kastriertes Ehepaar. Und das alles im Namen des Volkes. Es ist unvorstellbar, was sich da abgespielt hat. Und das Ganze dann noch unter dem Vorwand des Kindeswohles, das über alles steht. Also das Kindeswohl zu schützen, heißt in diesem Fall, die Kinder zu schützen vor den religiösen Einflüssen der Eltern, die ja nur negativ sein könnten. Jetzt muss man sich auch, Sie haben erzählt, in welchem Kontext auch Ihre Gemeinde operiert, wie breit ökumenisch Sie aufgestellt sind über viele Konfessionen hinweg. Dieser Vorwurf trifft dann nicht nur Ihre Gemeinde oder Ihren Gemeindebund, die Gemeinde Gottes jetzt in Deutschland, sondern betrifft eigentlich sehr, sehr viele bibelorientierte Gemeinden und wahrscheinlich bis hin zu katholischen Gruppen, die auch diese Werte biblischen Lebens und Jüngerschaft hochhalten würden und für christliche Werte in einem Familienleben eintreten. Richtig. Sie kennen die Familie Fordoy ja inzwischen sehr gut. Sie war ja viele Jahre Mitglied bei Ihnen. Sie haben schon angedeutet, dass die Familie versucht, alle Auflagen zu erfüllen. Vielleicht noch ein paar Worte, wie Sie die Familie Fordoy kennengelernt haben. Ja, also Familie Fordoy gehörte zum allsonntaglichen Gepräge. Es gibt Leute, die ab und zu in den Gottesdienst kommen, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Menschen, die tatsächlich sehr regelmäßig allsonntaglich das Sonntagsbild der Gemeinschaft prägen. Bei den rumänischen Geschwistern, wie gesagt, das sind 300, 350 Personen. Die rumänischen Geschwister feiern sehr gerne. Sie haben anschließend sehr gerne Gemeinschaft. Und haben sehr oft dann Festessen auch nach dem Gottesdiensten gehabt. Und die Familie Fordoy ist insofern besonders prägend gewesen, weil die Kinder musizieren. Die Kinder spielen Instrumente und die Familie ist auf der Bühne gestanden, hat musiziert, hat Lieder dargeboten. Und das war natürlich sowohl ein Augen, also es war einfach ein Kulturschmaus, das mitzuerleben, was natürlich einem Jugendamt, das davon ausgeht, dass das fundamentale Werte sind, so ganz und gar ins Auge fällt. Aber nein, es war sehr positiv und vor allen Dingen, Kinder fallen auf, wenn sie nicht auffallen. Nämlich dann, wenn in unvermittelten Situationen, in denen sie unbeobachtet sind, sie Zärtlichkeiten mit den Eltern, sowohl mit dem Vater als auch mit der Mutter austauschen, immer nähesuchend gewesen sind und das Familienbild ein sehr feines Familienbild gewesen ist und Alltagszärtlichkeit diese Familie ausmachte.
Das heißt, Sie würden Ihnen eine hohe soziale Kompetenz bescheinigen, auch aus Ihrer Sicht als Psychologe. Sie haben ja schon, ich nehme an, fast alles erlebt. Sie sind ja auch bei Gericht schon als Beisitzer oder Sachverständiger hinzugezogen worden. Sind irgendwelche dieser positiven Beobachtungen, die Sie gemacht haben, dann auch aktenkundig geworden in dem Verfahren gegen die Familie Fourdeuil? Da gab es ja schon ein erstes Urteil, was gegen Sie gelautet hatte, aufgrund einer Expertise, die dort erstellt worden war, die eben der zur Ansicht gekommen ist, sei schädlich für die Kinder, weiter in diesem Familienkontext zu leben. Ja, also aus dem Umfeld der Familie heraus sind die, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, die Leumundsbekundschaftungen allesamt positiv gewesen. Das heißt also von den Ärzten, von den Lehrern, vom Zahnarzt etc. Also diese Kinder sind allesamt als sozial kompetent ausgewiesen worden, in keinster Weise als ängstlich oder auffällig oder was manchmal bis in die Teenagerzeit stattfindet, irgendwie einnässend oder sonst was, nichts dergleichen. Hohe soziale Kompetenz, große Fröhlichkeit, Alltagsfröhlichkeit, die diese Kinder ausgezeichnet haben. Und zwar durch die ganze Bandbreite der Kinderschaft durch. Da ja auch der Vorwurf der möglichen Gewaltanwendung in der Familie im Raum stand, können Sie dazu etwas sagen? Also davon ist mir auch überhaupt gar nichts bekannt gewesen. Wie gesagt, Alltagszärtlichkeit war offensichtlich. Als Pastor oder als Mitarbeiterschaften sieht man nicht alle Dinge. Und in der Corona-Zeit, wo es bauliche Enge gegeben hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es laut geworden ist. Ich bin Vater von 3 Kindern. Ich weiß, wie das ist, wenn man allesamt krank geworden ist und auf dem Haufen zusammenhängt und Kinder dann auch ihren Präferenzen nachgehen und Eltern dann an ihre Grenzen geraten. Aber das hat im breiten Spektrum in der Republik stattgefunden. Und da ich, wie gesagt, mit Sozialarbeitern zusammenarbeite, mit Psychologen, die also auch an der Basis arbeiten, sind mir ganz andere Umstände vertraut, in denen das Jugendamt betreut und unterstützt und laviert und das auch mit Recht und Anstand sehr schön, aber nicht interveniert auf eine Art und Weise, die einfach nur schlicht und ergreifend grotesk ist. Ja, man muss sagen, es ist eine riesengroße Schweinerei. Wie läuft das normalerweise ab, wenn es zu einer Kindeswegnahme kommt? Es gibt ja durchaus auch plausible Gründe, wenn Gewalt in der Familie, sexueller Missbrauch und so weiter, wo Kinder dann von ihren Eltern getrennt werden. Was war im Fall Fourdeuil anders? Also der Fall Fourdeuil ich habe mit einer Jugendamtsmitarbeiterin gesprochen, die mir versucht hat, so manches zu übersetzen und verständlich zu machen, was hier bei der Familie Fourdeuil gelaufen ist. Und in einigen Punkten konnte sie sagen, das ist ein übliches Verfahren, also dass eine Selbstanzeige oder eine Anzeige stattgefunden hat durch den Sohn. Das ist im konkreten Fall der 15-Jährige, jetzt 15-Jährige David. Ja, genau. Und insofern war diese Intervenierung noch rechtens. Aber was dann anschließend hätte stattfinden müssen, wäre eine Recherchearbeit gewesen, auch von Seiten des Jugendamtes. Und es gab einiges, was diese Jugendamtsmitarbeiterin aus einer anderen Stadt doch etwas seltsam gefunden hat und nicht ganz nachvollziehbar oder nicht so gelungen empfunden hat. Wollte da sicher auch ihren Kolleginnen nicht allzu sehr auf die Füße treten. Und wenn man dann recherchiert hätte, dann wäre man darauf gekommen, dass es hier große Ressourcen gibt, an die man andocken hätte können, um diese Familie wirklich mit einem Fahrplan, wenn tatsächlich notwendig, mit einem guten Fahrplan zu unterstützen. Die Ressourcenlage wäre außerordentlich stark gewesen, die es eigentlich nicht mehr begründen hätte können, dass die Kinder langfristig der Familie entzogen wird. Wie es dazu kommt, dass die Gutachterin ähnliche Schlüsse gezogen hat wie das Jugendamt, ich finde manches in dieser seriellen Abhandlung auffällig und komisch. Ja, mir ist es ein Rätsel.
aber ich stecke auch nicht drin und bin kein Gutachter an der Stelle und würde mich ja auch dann ein Stück weit den juristischen Fachfragen entziehen müssen. Ja, mir fällt auf, dass Sie natürlich hier jetzt vorsichtig formulieren. Das ist auch gut und angemessen so. Was mich beunruhigt, sind jetzt noch zwei Dinge. Einmal die Aussage eines Kommunalpolitikers, der sagt, er geht davon aus, dass beim Jugendamt alles beim Besten ist. Also nicht mal mehr hinschauen müssen, das wird schon so passen. Also das allein ist erschreckend. Und das Zweite ist, dass eben den Kindern gestern gesagt worden ist, dass sie auch als Zeugen bei dem nächsten Verfahren nicht mehr geladen sein werden. Das heißt für mich ja fast, das Jugendamt weiß jetzt schon, was das Gericht entscheiden wird. Man greift da anscheinend einem Urteil vor oder ist sich bereits so sicher, dass dieser Zustand, wie er jetzt ist, auf ewig zementiert wird. Ja, also und passt alles in das Bild der vergangenen 7 Monate. Der Rechtsanwalt A, der Rechtsanwalt B kommt zu solchen und solchen Schlüssen. Das Jugendamt zieht schlicht und ergreifend durch, was immer schon vom ersten Tag an so gewesen ist. Ja, also das alles ist sehr, sehr auffällig. Also zu dem kommunalpolitischen Statement kann ich auch einfach nur sagen, das ist so ein Nackeneinziehen, was oft stattfindet, weil man gar nicht davon ausgeht, dass ein Jugendamt so ein Schattendasein führt und offenbar in der Lage ist, Dinge zu entscheiden. Es gibt zwar die Auflage, die theoretische Auflage zu recherchieren, aber das Jugendamt kann sich gelingend diesen Maßgaben entziehen und sämtliche Journalisten, mit denen ich zu tun hatte, und ich habe vorhin schon gesagt, eine Wald- und Wiesenrecherche, die auch in Walsrode stattgefunden hat, hat dann gesagt, es ist dann wohl schon alles rechtens so. Wenn ein Jugendamt zugreift, dann muss das ja begründet sein und das ist es eben nicht. Und insofern hoffe ich, dass Medien hier aufspringen und sagen, da wollen wir mal die Lackprobe machen an der Stelle und ein bisschen tiefer reingehen. Aber ja, diese seriellen Entscheidungen und auch die Entscheidungen, die getroffen werden fernab der Fachleute, sind sehr, sehr auffällig und für mich persönlich als verfassungsliebende Person und auch als behördenloyale Person und Kirche ist es unglaublich befremdlich, was hier abläuft. Ich möchte an dieser Stelle noch ein Zitat anführen, das stammt von dem ehemaligen Europaabgeordneten Titus Corlețean aus Rumänien, der vergleicht, der sich auch eingesetzt hat für die Familie Furdui und der sagt, was hier passiert ist, erinnert ihn an Stalinismus. Wir müssen uns von einem rumänischen Politiker, der Stalinismus erfahren hat, in der Ceausescu-Ära sagen lassen, solche Verhältnisse sind bei uns auch. Nun, wir sind nicht Rumänien vor dem Jahr 1989 natürlich, aber familienpolitisch gibt es da wohl doch manche Dinge, die ihn zumindest daran erinnern. Wem gehören die Kinder? Das ist eigentlich die Frage, auf die das Ganze hinausläuft. Gehören die Kinder dem Staat oder den Eltern? Ja. Und das ist bestimmt eine interessante Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Aber mir persönlich, ich will nicht rhetorisch markant auftreten im Sinne von überstrapazierten Begriffen. Aber ich tatsächlich nach all den Monaten Entsetzen ist mir das Wort Kalabrien auch in den Sinn gekommen. Und dass es europapolitische Einstellungen hierzu gibt, in Großbritannien, in Belgien, in Österreich, in Rumänien etc., also in vielen Bereichen Europas, ja aber auch in Amerika, kann ich absolut nachvollziehen. Eine deutsche Behörde entzieht sich und ist selbstherrlich und verfolgt ein Paradigma und eine Logik, die sie sich selbst hingezurrt haben, die jeder Recherche widerspricht. Und trotzdem ziehen sie es durch und sie können es durchziehen. Das ist wirklich, wirklich erschreckend und sollte uns alle zu denken geben.
Es wird derzeit das nächste Gerichtsverfahren vorbereitet. Dazu gibt es auch, wird ein Privatgutachten voraussichtlich erstellt werden. Dazu wird auch um Spenden aufgerufen werden. Die Familie ist nicht so reich natürlich mit 7 Kindern. Der Vater ist Heizungsinstallateur und von daher ist die Familie finanziell nicht so gut gestellt, dass sie das mit eigenen Mitteln durchziehen könnte, was hier aber offensichtlich tatsächlich notwendig ist. Ja, ich danke vielmals Pastor Christian Thom für diesen Einblick. Und ich kann nur alle Zuschauer bitten, dass wir uns dieser Dinge erstens bewusst werden, zweitens, dass wir mit Menschen darüber reden. Sie haben auch die Möglichkeit, dieses Video zu teilen und zu beten für diese Familie, denn was heute Einzelfälle sind, könnten in Zukunft häufigere Fälle sein. Und anscheinend ist es so, dass die Behörden ja hier versuchen, Präzedenzfälle zu schaffen, um sehr viel Angst zu erzeugen, gerade auch unter bibelorientierten Christen. Und das würde uns alle betreffen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank.